Sagen wir mal, ein Familienmitglied von dir stirbt aufgrund von schlechter Gesundheit. Also mangelnder Bewegung und hat sich nicht wirklich gut ernährt, etc. Jetzt gehst du zu seiner Beerdigung und siehst den Tod vor dir. Normalerweise würde jetzt ein Schutzmechanismus angehen. Dieser Schutzmechanismus geht an, wenn du vor einer Sache Schiss hast und du möchtest natürlich nicht, dass diese Sache passiert. Deswegen gibt sie dir eine Art Motivationsschub. Also du versuchst, die schlechten Gewohnheiten zu vermeiden, die er gemacht hat, und gute Gewohnheiten aufzubauen, damit genau das nicht passiert. Du möchtest nicht so sterben. Das Ding ist, diesen Motivationsschub kennen wir eigentlich schon. Jeder von uns kennt den. Zum Beispiel, wir gucken irgendein Motivationsvideo von mir aus, David Goggins, Andrew Tate oder wen es noch da draußen so alles so gibt. Und haben dann eine Art Motivationsschub. Aber ich möchte gar nicht darüber sprechen. Ich möchte über eine bestimmte Sache sprechen. Und zwar über diesen Schutzmechanismus. Beziehungsweise über die Denkweise, die uns dieser Schutzmechanismus zur Verfügung gibt. Unser Schutzmechanismus möchte, dass wir ein Problem lösen, noch bevor wir das Problem haben. Ich ernähre mich gut und bewege mich auch angemessen. Aber wenn ich eine tote Person sehe, die aufgrund dieser Gewohnheiten gestorben ist, also weil er sich zu wenig bewegt hat, beziehungsweise einfach zu schlecht ernährt hat, auf einmal kriege ich auch diesen Motivationsschub, noch mehr zu machen, weil ich, wie gesagt, nicht so landen möchte wie er. Das heißt, ich gebe meinem zukünftigen Ich meine Hand und sage ihm: Bruder, verlass dich auf mich, ich kläre das Problem, wir werden nicht so enden wie der. Das ist so, als würde ich jetzt Diabetes haben, ich kann jetzt nichts ändern, ich gebe dann die Schuld mäßig meinem früheren Ich. Hätte mein früheres Ich schon vorher aufgepasst und weniger Zucker gegessen, dann hätte ich keinen Diabetes. Das Ding ist, diese Denkweise, diese Beziehung mit mir und meinem zukünftigen Ich, kann man eigentlich mit einem Wort beschreiben. Und viele können jetzt sagen: Junge, Bruder, du übertreibst. Nein, ich finde, es ist eine Sprache der Liebe. Weil ich, mein gegenwärtiges Ich, gibt dem zukünftigen Ich alles. Ich versuche, deine Probleme zu lösen und Schritt für Schritt, irgendwann löse ich das Problem. Ich sage Liebe, weil du gibst und gibst und gibst, aber du verlangst wirklich nichts. Es gibt ja auch so einseitige Liebe und so einen Scheiß, ich möchte jetzt nicht den Shakespeare machen, aber es ist schon eine Art Fürsorge oder im besten Fall sogar Liebe. Und diese Liebe macht auch eine Art Respekt. Dieser Respekt ist viel, viel stärker als jede externe Motivationsquelle. Scheiß auf Disziplin, scheiß auf Motivation, scheiß auf Willenskraft, scheiß auf alles, was es da draußen gibt. Respekt ist aus meiner Sicht einer der höchsten Sachen, die man überhaupt für eine andere Person besitzen kann. Weil sagen wir mal, deine Mutter sagt dir: Bruder, geh mal für mich jetzt, oder Sohnemann, geh mal für mich jetzt zu Penny und kauf mir eine Wassermelone. Digga, dann gehst du zu Penny und kaufst dir eine Wassermelone. Nicht weil du motiviert bist, nicht weil du diszipliniert bist oder weil du Willenskraft hast. Nein, nein, Bruder, du gehst dahin, weil du Respekt vor ihr hast und weil du sie liebst. Zum Beispiel habe ich meine Theorieprüfung letztens bestanden. Dankeschön Ibrahim dafür, dass er mit mir gelernt hat, erstens. Und zweitens, das Ding ist, ich brauche zurzeit eigentlich gar kein Auto. Ich mache das aber nur, weil ich nicht möchte, dass mein zukünftiges Ich dieses Problem hat, dass er noch seinen Führerschein machen muss. Bruder, ich bin Student, habe Deutschlandticket, ich brauche gar kein Auto, Bruder, ich kann von A nach B in... jetzt, so. Aber ich möchte trotzdem, dass mein zukünftiges Ich nicht dieses Problem hat. Okay, jetzt wo wir wissen, dass wir die Probleme unserer Zukunft lösen sollten, woher wissen wir überhaupt, welche Probleme mein Zukunfts-Ich überhaupt haben wird? Und das ist eine wirklich sehr interessante Frage und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns einfach fragen, was für einen Lifestyle möchte ich in ein paar Jahren haben? Ich sag euch einfach mal so, ich möchte eine Karre fahren, ich möchte, dass mein YouTube-Kanal ein bisschen wächst und ich möchte vielleicht einen besseren Körper aufbauen. Und genau an diesen Punkten haftest du jetzt. Okay, ich möchte auf YouTube wachsen, was muss ich machen? Videos drehen. Ah, okay, also fange ich an, Videos zu drehen. Ganz einfache Sache. Ich möchte einen krasseren Körper haben. Okay, du möchtest so eine Physik haben, bla bla bla. Was muss ich machen, damit ich so eine Physik erreiche? Ich gehe ins Gym. Ganz einfache Sache. Also damit wir wissen, was für Probleme wir lösen wollen, müssen wir wissen, was für eine Lösung wir haben möchten. Was für eine Lösung möchtest du haben? Es wird natürlich Zeit brauchen, seinen Fokus von jetzt auf später zu setzen. Aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.